Eishockey rund um Weihnachten. Für die Fans ein großer Spaß, für die Akteure echte Schwerstarbeit. 8 Spiele binnen 13 Tagen. Den Auftakt machte das Derby gegen Krimmitschau. Er war dabei besonders motiviert, Feodor Bojachinov, der Eislöwen-Fanspieler der Saison. Für ihn fliegen nach Spielende die Pfandbecher, sein Gehalt bezahlen die Fans. Ja, ist genauso wie der Hugo. Die Bayern sind immer, die müssen reingehen, Power machen, kämpfen. Ja, das sind Sachen, wo man sagt, Mensch, das Leute, die hier dort stehen irgendwo. Für mich ist ein guter Spieler, der Einsatz für die Mannschaft zeigt, der natürlich auch das Engagement auch den Fans rüberbringt, was wichtig ist, weil die Fans machen auch ein Spiel aus oder ein gutes Spiel. Sein Willen, sein Elan, immer wieder zu kommen und das Spiel mit zu beleben. Im Derby gegen Krimmitschau verschliefen Feodor Bojachinov und seine Jungs die Anfangsphase komplett. Schon nach 2 Minuten führten die Gäste mit 2:0. Die Eispiraten als Stimmungskiller, aber nicht doch. Das Duell Dresden gegen Krimmitschau ist immer gut für viele Tore. Arthur Skruminsch mit dem Anschlusstreffer, 1:2 aus Sicht der Dresdner. Im Mitteldrittel treten die Dresdner dann richtig auf. Förderlizenzspieler Sven Ziegler erzielte den Ausgleich. Spätestens jetzt war auch die Halle wieder da. Gut 4000 Eislöwenfans aus dem Häuschen. Daran konnte auch die neuerliche Piratenführung nichts ändern, denn im zweiten Abschnitt zeigten die Dresdner ihr bestes Hockey. Krimmitschau leistete sich außerdem zu viele Strafzeiten und das wussten die Eislöwen zu nutzen. Der Gostek-Hammer zum 3:3 im Powerplay mit auf dem Eis war dabei auch Fanspieler Bojachinov. Dresden blieb auch in der Folgezeit druckvoll. Das Spiel komplett gedreht hatten die Blau-Weißen 30 Sekunden vor dem Drittelende. Stéphane Chaput erzielte die erste Eislöwenführung des Abends 4:3 und einmal mehr wird das Sachsen-Derby zu einem Schützenfest. Gut für die Fans, schlecht für die Trainer. Das Derby ist ein bisschen peinlich für die Trainer. Es fehlt dort ein bisschen hin und her, 60 Minuten. Aber heute war ein bisschen besser und wir haben das Sieg genommen. Und das 3 Punkte ist groß für uns. Das bisschen besser setzte sich auch im Schlussabschnitt fort. Sami Kaartinen wurde dabei zum tragischen Held. Zunächst traf der dienstälteste Eislöwe zum 5:3. Für Kaartinen war es das 150. Pflichtspieltor für die Blau-Weißen. Doch das erste nach vielen Wochen des Wartens. Denn in seiner 6. Löwensaison läuft es für Sami Kaartinen nicht wirklich rund. Letzte paar Wochen, ich habe viel gearbeitet an der Na klar, ich hab viel Tor gesehen, ich will das machen und wenn geht das nicht, so dann ich brauche nur mehr machen. Ich muss glauben, dass das kommt und die Tor heute, das war super groß für mich. Alles andere als super war die Nachricht nach Spielende. Sami Kaartinen zog sich im letzten Drittel eine Fraktur des Mittelhandknochens zu. Voraussichtlich 6 Wochen fällt der Stürmer jetzt aus. Auf den Ausgang im Sachsen-Derby aber hatte das keinen Einfluss mehr. Den Anschlusstreffer der tapfer kämpfenden Gäste konnte Chris Bär in der Schlusssekunde kontern. Hinein ins leere Tor, hinein in die Herzen der Fans. Dresden bezwingt Krimmitschau mit 6:4 und schon flogen wieder die Becher. Einmal mehr zeigten sich die Eislöwen-Fans in Spendierlaune. Ja, Wahnsinn, heute waren ja noch mal ein Tick mehr Becher als sonst. Das ehrt mich und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Becher fliegen sehe. Die Fanaktion bei den Eislöwen gibt es schon im 5. Jahr. Allein in dieser Saison sind fast 18.000 Euro zusammengekommen. Viel Geld für die klamme Vereinskasse. Die Aktion schlägt vom ersten Tag an in Dresden ein wie Bombe. Also wir sind da sehr zufrieden. Ich denke, das ist auch ein Zeichen der Fans an den Verein, an die Stadt, sich zum Standort, zu den Farben Blau-Weiß und zu den Eislöwen zu bekennen. Möglichst viele Becher sollen auch am Dienstag wieder fliegen, denn nach der sonntäglichen Niederlage in Bremerhaven geht es kurz vor dem Fest noch einmal rund. Wie schon erwähnt, Weihnachtszeit ist bekanntlich eben auch Hockeyzeit.